Ganz herzlich begrüßen möchte ich natürlich insbesondere unsere Trainer, für die Gäste vom SC Paderborn Markus Gellhaus und für den VfB Lübeck natürlich Denis Kwiatkowski. Und die beiden wollen wir jetzt auch schnell zu Wort kommen lassen. Ein Statement zum Spiel bitte, Markus Gellhaus. Ja, danke. Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr intensives Spiel, einen richtigen Pokalfight heute gesehen haben, mit dem vielleicht am Ende etwas glücklicheren Ausgang für uns. Meine Mannschaft hat sich von Anfang an etwas schwer getan, in das Spiel zu kommen, den Fight und die Leidenschaft des Gegners aufzunehmen. Aber mit längerer Spieldauer haben wir das aus meiner Sicht immer besser ausgleichen können und dann am Ende auch, wie gesagt, den guten Ausgang für uns gehabt. Wir sind glücklich, dass wir in die zweite Runde einziehen können. Und es war am Ende wirklich das erwartet schwere Spiel. Ich habe meine Mannschaft versucht, die ganze Woche darauf vorzubereiten, was uns hier erwartet. Und ich denke, es ist genauso eingetroffen, dass wir auf eine Mannschaft gestoßen sind, die von Anfang an wirklich alles abgerufen hat und uns das Leben extrem schwer gemacht hat. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir jetzt in die zweite Runde eingezogen sind. Danke. Ja, vielen Dank, Markus Gellhaus. Ich gehe dann gleich weiter an den. Bitte schön. Ja, zunächst mal mein Glückwunsch an Paderborn für den Einzug in die zweite Runde. Ich sehe den Spielverlauf ähnlich wie mein Trainerkollege. Natürlich sind wir mächtig enttäuscht heute über das Ergebnis. Leider ist es im Pokal insbesondere ja so, dass man nur verlieren oder gewinnen kann. Wir haben leider verloren und dann können wir uns nichts dafür kaufen. Und das ist für uns vorbei.